Richtig, Anthony. Anthony heute, derjenige, der unsere Reihe Musik und Sushi und Wein hier eröffnet. Und er wird den heutigen Abend hier spielen. Und für alle, die heute hier ihre bestellten Tüten abholen, die werden ihn hören, werden ihn sehen. Man hört es schon beim Kommen auf der Straße. Ich begrüße alle Zuschauer von MyTV, dass Sie heute mit zuschauen, wie wir eine Aktion machen. Warum machen wir diese Aktion? Natürlich um Werbung für Sushi und Wein. Das ist ganz klar. Aber wir machen es auch, um die Musiker zu unterstützen, die jetzt eine besonders schwere Zeit haben. Und deshalb haben wir uns auf eine kleine Gage geeinigt, sodass jeder, der hier auftritt, von uns 500 Euro bekommt. Natürlich kosten die Musiker sonst mehr. Ist eine kleine Unterstützung, eine kleine Freude für unsere Gäste und etwas, was uns in dieser tristen Zeit ein bisschen Freude macht. Und ich hoffe auch Ihnen, meine lieben Zuschauer von MyTV. Und wir haben viele Musiker eingeladen. Einer ist heute auch hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Im Keller. Hier ist er. Im Keller ist er. Im Keller. Im Keller. Bevor mir alles hier geht auf Schwein. Ich begrüße dich und freue mich, dass du auch dabei sein wirst. Du wirst am Samstag, den 12. hier sein. Mit deinem Kollegen. Es ist ja nicht nur schlicht, sondern es ist auch kümmerlich. Ja? Aber schlicht, du bist ja immer so ein bisschen der Macher. Ne? Ja. Das ist so wie dick und doof, kann man das so sagen? Na ja, ich bin alles beides. Ich bin dick, ich bin doof, aber der andere ist dünn und dicker. Oder dicker, ja. Also bei euch wär's dünn und doof. Auf jeden Fall bringst du ihn mit. Du wirst die Gäste schon draußen am Eingang begrüßen. Am Samstag, den 12. bist du also bei uns zu Gast. Ihr habt auch eine schwere Zeit. Ja. Sensationelle Veranstaltungen fallen aus. Jedes Jahr war ich dabei. Ja. Mafia Mia, so schöne Zeit. Ich habe mir erst heute wieder ein Video angeschaut. Hier, eure Blödeleien. Eines der schönsten war ja Casino damals. Ja, ne? Aber wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr wieder machen können und dass es wieder stattfinden kann. Und die Zeit wollen wir überbrücken. Und deshalb freuen wir uns auch, dass du bei uns zu Gast bist am Samstag, den 12. 12.12. ab 17 Uhr. Noch ein kleiner Tusch. Wo recht hat, hat er recht. Maricella, das war so schön, als ich Sie angerufen habe. Ich sage, Maricella, würdest du auch bei uns spielen? Du hast dich so gefreut, so schön. Wir wollen das machen, um die Musiker zu unterstützen. Und da habe ich zu dir gesagt, du musst aber nicht die ganze Zeit durchspielen. Da sagst du zu mir, nur das entscheiden wir, wie die Stimmung ist. Ich sage, Maricella, es sind gar keine Gäste da, nur die, die ab und zu reinkommen. Umso schöner, dass du mitmachst. Bestimmt jetzt eine schwere Zeit für euch Musiker? Ja, ganz gewiss. Man freut sich über jede Möglichkeit aufzutreten und natürlich ist man ja gewillt und ist hoch motiviert. Man genießt aber auch die Zeit dazwischen teilweise. Man versucht es und ist kreativ und versucht neue Lieder zu schreiben und neu zu komponieren. Jedoch, die Lust ist schon da zum Spielen, ja. Und das ist wunderbar. Es geht ja immer um Aerosole. Du kannst ja auch draußen spielen. Du kannst unsere Gäste, wir machen es ja für die Gäste, die hier ihr Sushi abholen und du kannst sie ja draußen begrüßen und dann hier drin spielen, hier oben, wo jetzt Anthony ist. Wir freuen uns auf dich am 5. Dezember hier bei uns in Sushi und Wein. Dankeschön, dass du mitmachst. Spiel auf, Musikant! Komm, lass uns gehen zum Rest dieser Welt. Lass sie sehen, dass sie sehen, was uns zusammenhält.
ganz egal, ganz egal, na und egal, egal was jeder sagt, wir tun es tausendmal. In dieser Einsamkeit, in dieser seelischen, schön. Was ist meine Tüte hier? Happy, hast du auch bestellt? Na logisch, hab ich bestellt. Hallo. Menschenskinder. Die hier noch, Sushi. Oh, die Winkelkatze, darf ich mal nachmachen? Hey, die Winkelkatze? Ja, das passt gut. Die Figur dazu hast du. Ja, danke. Matthias, danke. Happy will bei uns als Winkelkatze anfangen. Aber Happy, im Ernst, wir haben heute gerade Musik mit Anthony hier. Anthony, wo bist du? Hier. Anthony! Da ist er. Aber MyTV ist dabei und du bist ja bestens mit MyTV verankert und viele haben gefragt bei MyTV, bei dir und haben gefragt, wann man dich mal wieder sieht. Wann machst du mal wieder was in dieser Fristzeit? Also, wir haben ja mal 10 Testsendungen gemacht, irgendwann vor einem Jahr oder so. Die erste Testsendung war ja bei dir und die kam ja sehr, sehr gut an und wir hatten ja 280.000 Zuschauer. Deswegen geht's jetzt los, endlich am 8.1. und zwar im Klacks. Da werden wir wieder die erste TV Happy Vibes Show machen und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ladet sie doch mal ein. Ja, wir haben ja Platz im Klacks. Ja, ihr könnt so lange dort turnen also, und machen. Moment! Also du, einladen wir eigentlich vor dem Fernseher, ja? Weil es ist ja mehr eine Online-Show wahrscheinlich, weil wir dürfen ja dann noch keine Gäste direkt ins Klacks einladen. Aber zum Zuschauen schon, also vom Fernseher. Aber die Stange ist da. Dafür werden wir uns was einfallen lassen. Ich würde sagen, wir lassen uns was einfallen mit einer Tänzerin, wie sie aussieht. Nach 20 Jahren Lockdown. No. Ah? Nee, da denke ich gleich an Hausfrauenstrip. Happy, wir werden das mit Sound bei MyTV. Am 8. Januar kommt die nächste Sendung live. Live übertragen bei MyTV. Wann geht's da los? Ich denke mal, 20 Uhr werden wir beginnen. Ja? 20 Uhr werden wir beginnen, bis 24 Uhr dürfen wir machen, dann kommt der ABV. Also, wir laden alle TV-Zuschauer von MyTV ein. Am 8. Januar ins Klacks mit DJ Happy Vibes. Hey, wo ist mein Sashimi? Also, dein Sushi. Hier ist deins. Hier. Tob dich an mir aus, da bin ich ja. Und alles aus der Kiste raus. Oh! Wir grüßen euch aus dem Sushi und Wein in Dresden. Das ist volle Fürste, wer ihr noch nicht kennt. Ein ganz großer Applaus an den Bildschirm zu Hause für Wolf Förster. Kurios, heute spielen wir wieder Sliga. Das wird ganz groß. Unter Sternenfeuern rauschen wir ins Morgenrot. Kurios ist mir jedes Mal in Ehre gerne wieder. Sehnsucht tabu. Und ja, ich weiß Bescheid, die Liebe spielt ihr Spiel auf Zeit. So, hier kommen die Fahrer von Sushi und Wein und fahren die bestellten Tüten zu den Gästen, die jetzt zu Hause sind, sich irgendwo gemütlich gemacht haben und das Glück haben, dass sie heute noch schnell beliefert werden von Alex. Alex, eine Runde hin. Bitte! Und wieder geht eine Box raus. So ist das bei so schönen Wein für die, die nicht abholen wollen. Die liefern wir an. Ohne Fahrtkosten ab 30 Euro liefern wir alles zu Ihnen nach Hause im Umkreis von Dresden.
Freital. Und wenn Sie uns anrufen, ist mal ein bisschen weiter und wir haben Zeit, dann kommen wir auch ein Stück weiter. Kleine Flasche noch mitnehmen. Gute Fahrt. Und wenn Sie zu uns kommen, brauchen Sie keine Angst haben, denn schon am Eingang steht hier unser großes Gerät. Was wir brauchen werden, wenn wir wieder aufmachen, das ist eines der größten Geräte, das es gibt, um die Aerosole aus der Luft zu filtern. Das Ding läuft volle Bulle hier und reicht für ungefähr 150 Quadratmeter. Wir haben 60 Quadratmeter und die Absorbierung der Viren soll hier zu 99,5% klappen. Ob das alles stimmt, wissen wir nicht, aber es gibt uns Sicherheit, sobald der Lockdown vorbei ist und Gaststätten wieder aufmachen können. Aber Mann, geht alles to go. Sie sehen, wir haben ja aufgebaut. Wir haben ja aufgebaut und zwar ist das weißer und roter Glühwein. Ich habe ihn gestern Abend selber probiert. Mir schmeckt der Weiße besser. Das ist sensationell, aber ich weiß, und das werde ich gleich die Fachleute fragen, die sind nämlich hier. Und die werde ich fragen, wie viele Sorten es eigentlich gibt. Kommt zu mir, kommt der, ich freue mich so, dass ihr uns unterstützt. Kommt durch hier, hier. Keine Angst vor ihm. Wir sind hier bei MyTV und begrüßen die Zuschauer recht herzlich. Das sind regionale Produzenten. Das sind Workaholiker. Das sind Leute, die arbeiten rund um die Uhr. Und als ich jetzt plötzlich 1500 Flaschen bestellt habe, hat er mir nicht nur einen guten Preis gemacht, sondern hat es auch selber angeliefert. Du weißt, ich habe gestern den Weißen probiert, der schmeckt mir sensationell. Dann habe ich den Heidelbeer-Glühwein probiert. Wie viele Sorten gibt es eigentlich bei Heidesaft? Ja, bei Heidesaft gibt es, wir haben 22 verschiedene Sorten Glühwein. Und wir sind natürlich stolz, dass wirklich so ein breites Spektrum ist. Es geht von Heidelbeer über Birne, über Apfelzimt, über Himbeere. Und natürlich unser Aushängeschild ist trotzdem unser Heides Erzgebirgsglühwein aus der Region. Da ist 60% die heimischen Früchte und 40% hier italienischer Rotwein mit drin. Ganz lecker. Internationale Mischung. Aber es ist ja so, dass wir alle dieses Jahr eine schwierige Zeit haben. Ich freue mich, dass ihr mich dabei unterstützt, dass ich meinen Abholer, es geht um die Abholer, weil wir liefern ja kostenlos und andere holen ab. Und dass sie einen kleinen Bonus haben, kann ich ihnen nur eine Flasche Glühwein mitgeben, weiß oder rot. Und ihr fahrt es ja überall hin. Es gibt ja doch noch Absatzstätten, auch wenn auch für euch eine schwierige Lage ist, weil eben diese großen Absatzmärkte, die Striezelmärkte und was war noch so eure, die jetzt weggebrochen sind, eure großen Sachen? Na, die ganzen Skigebiete, die ganzen Weihnachtsmärkte, wir sind ja nicht bloß in Sachsen unterwegs, es geht bis nach Berlin, Potsdamer Platz, bis Magdeburg, bis Eisenach und das ist natürlich, wenn in Sachsen nichts los ist, woanders auch nichts los. aber die Sachsen, die Dresdner ganz besonders, weiß ich, die kaufen jetzt euren Glühwein hier und nehmen ihn mit nach Hause, machen ihn zu Hause warm. Als ich es gestern probiert habe, habe ich es in Teekocher gemacht, das geht wahrscheinlich, aber wie heiß macht man es eigentlich? Man darf es nicht kochen lassen, ne? Wie heiß muss der Glühwein sein, dass er optimal schmeckt? Weißt du auch? Also so ungefähr 65 Grad ist optimal, kochen darf er nicht, weil da kocht der Alkohol raus. Und Maske rutscht. Schlimme Zeiten, schlimme Zeiten. Früher haben wir auf den Kondom geachtet, heute müssen wir auf die Maske achten. Ja, unter wie viel Grad? 65 Grad ungefähr. Ja, nee, kochen darf er nicht, das war mir auch klar. Zu heiß darf er auch nicht sein. Aber auf den Schlitzelmärkten und so, wo es kalt war, da wurde er so mit 65. So, nun kommen wir ja schweren Zeiten entgegen. Und es wird sein, dass der Ausschank von Alkohol auf öffentlichen Plätzen verboten wird. Aber auch da habt ihr eine Alternative. Und ich denke, das ist eine gute Alternative. Was gibt's da? Genau, wir haben mal ganz kurz hier drei neue Sorten wieder hergestellt. Und zwar einen heißen Heidelbeere, alkoholfrei, einen heißen Apfelzimt, ohne Zucker, ganz lecker, sehr zu empfehlen. Und natürlich einen
Kirschminzig-Glühwein alkoholfrei. Schönen Dank, dass ihr uns unterstützt habt hier bei der Aktion. Und ich wollte natürlich nochmal offiziell einen Wolle, das ist eben unsere Wolle. Der hat angerufen, Tino, ich helfe dir, bring mir 1500 Flaschen. Recht herzlichen Dank. Solche Typen wie die, das braucht Dresden. Danke. Und wir können uns das leisten, weil wir gute Kunden haben, die abholen. Und bei uns ist ja noch nicht so billig wie eine Pizza. Also du musst ja 5 Döner mindestens bestellen bei unseren Preisen. Wir freuen uns auch darüber, wollen wir auch Publikum ein Stück zurückgeben, euch unterstützen. Und natürlich auch die Musiker, die ja jetzt wenig Arbeit haben. Und heute haben wir, wenn ihr mal nach oben schaut, hier haben wir heute Anthony. Und Anthony spielt für uns alle. Heidesaft und Anthony. Wird dabei sein. Wie bin ich auf Tom Reichel gekommen? Ich kenne ihn aus verschiedenen Sachen, die er übers Internet macht, die ich ganz toll finde, wenn dann andere Leute Herzen schicken. Das ist wunderbar. Habe ich mir mit angehört und dann schrieb mir eine Dame bei Facebook, also ich esse kein Sushi, aber wenn Tom Reichel kommt, dann würde ich auch mal Sushi holen. Um die Dame zu überzeugen und alle anderen Fans von ihm die Gelegenheit zu geben, ihn hier zu erleben, haben wir ihn eingeladen. Tom Reichel, schön, du wirst also bei uns am Samstag, den 19. Genau. Wirst du bei uns hier sein? Wie vertreibst du jetzt so die Zeit? Also ich hatte gerade gesagt, ich habe dich ja im Internet erleben können mit so kleinen Live-Sendungen. Das ist schön, wo dann sogar Zugabe gefordert wird, die Leute schreiben. Das fand ich schön. Und was machst du sonst? Ich habe seit der ersten Zeit, seit dem Lockdown, habe ich jeden Monat, alle 4 Wochen einen neuen Song rausgebracht. Also ich schreibe, komponiere Texte und habe seit März immer einen neuen Song rausgebracht. Jetzt, dann mache ich im Internet, wie du schon gesagt hast, so ein paar Wohnzimmer-Livestreams, Live-Konzerte und in meinem anderen Leben, also nicht als Künstler, bin ich Schuhverkäufer. Das habe ich auch gehört, als ich dich angerufen habe, konntest du nicht rangehen, weil du gerade Schuhe verkaufst, also in einem der größten und besten Läden, wie ich hier gehört habe, um natürlich auch die teuren Schuhe mit Charme anzubieten. Da bist du bestimmt bestens geeignet. Und es ist trotzdem eine schwere Zeit für euch, eine kreative Zeit, wie du gerade sagtest. Man kommt dazu, Songs zu schreiben, aber man will ja auch mit den Songs Geld verdienen und das ist im Moment nicht möglich. Deswegen haben wir uns gesagt, wir laden die Künstler ein, zu uns für die kleine Gage. Das ist nicht das, was ihr sonst kostet, aber es gibt einen kleinen Betrag für euch, die Leute freuen sich, ihr kommt mal raus, könnt eure Lieder präsentieren, deswegen haben wir das gemacht. Und du kannst jetzt deine Gäste noch mal herzlich einladen, denn es wird bei MyTV zu sehen sein. Wow, wunderbar. Also ich freue mich ganz, ganz dolle, dass der Wolle hier den Künstlern eine Chance gibt, mitten in der Corona-Pandemie auch mal live aufzutreten und nicht nur im Internet, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Also, liebe Zuschauer von MyTV Plus, am 19. am Samstag, paar Tage vor Heiligabend, darf ich hier im Sushi und Wein in der Maxstraße stehen und für euch singen. Kommt alle vorbei. Wir freuen uns ganz, ganz doll, Wolle und ich. Und ja, seid gespannt. Ich habe ein paar neue Lieder im Gepäck und bis dann. No.
Anthony, schönen Dank, dass du den Anfang gemacht hast heute in unserer Reihe Sushi und Musik. Schön, dass wir mal wieder ein bisschen zusammen sein konnten. Die Gäste haben sich gefreut, egal ob sie reingekommen sind oder dich vorm Laden gehört haben durch die Musik, die wir nach draußen übertragen haben. Sicher für euch auch eine schwere Zeit als Musiker. Und es soll Werbung für uns sein, ganz klar, aber es soll auch eine kleine Unterstützung sein für die Musiker in dieser schweren Zeit. Wie bringst du die Zeit im Moment um die Runden? Also momentan kann man, also erstmal hallo an alle MyTV Plus Zuschauer und Zuschauerinnen und alle an deine Kunden, vor allen Dingen an Sushi- und Weinkunden, die hier wie verrückt bestellen. Ich habe das ja gerade mitbekommen, hier ist wie die Bienen, das ist wie ein Bienenschwarm hier unten. Also es hat eine große Freude gemacht, Wolle, bei dir zu Gast zu sein. Und wenn du eine Idee hast und rufst, bin ich sofort da. Deine Ideen sind meistens genial. Und ich freue mich natürlich auch in der schweren Corona-Zeit, sind ja viele Künstler wirklich extrem gebeutelt, kann man sagen. Also es ist der ganze Kulturmarkt, die ganze Kulturbranche ist quasi, hat ein Berufsverbot erteilt bekommen. Und umso schöner ist es für mich, nach so vielen Monaten wieder mal heute hier live, vor allem im Fernsehen zu sein, dich mal wieder zu sehen, Wolle, mit deiner tollen Swarovski-Maske. Ich bin froh, dass ich heute mal keine Maske aufsetzen muss. Und es war für mich ein toller Abend und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie ich meine Zeit verbringe, das kann ich dir ganz genau sagen. Alles das zu machen, was ich in der normalen Zeit nicht machen kann, zwecks Zeitmangel. Das bedeutet Familie, Kinder. Wir haben einen kleinen Sohn bekommen jetzt im Juli 2020. Wir sind voll beschäftigt mit allen familiären Angelegenheiten. Und was mich freut, dass ich vor allen Dingen für mein neues Programm mal richtig Zeit habe, das mal richtig aufzupeppen, richtig aufzumöbeln. Wir wissen doch alle, wie es ist. Du bist Unternehmer, wir sind Unternehmer. In der schnelllebigen Zeit ist es ganz, ganz schwer, sich Zeit zu nehmen für die wirklich wichtigen Dinge. Und das genieße ich gerade. Es ist natürlich wirklich traurig, was hier passiert. Aber da müssen wir jetzt durch. Und ich hoffe, wenn die Impfungen stattfinden können, dass das ein Ende hat. Ich denke auch, es ist gut. Viele haben mal Zeit für andere Sachen und Corona wird viel verändern. Das haben wir gemerkt, viel verändern, egal ob in unserer digitalen Welt oder im Gesamtverhalten. Und wenn man manches beobachtet, was jetzt hygienemäßig gemacht wird, ich glaube, das hätte man schon vorher auch mal machen können. Also ich denke, wir werden in Zukunft sauber, hygienischer leben. Dass es jetzt so lange dauert, ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber ich gehöre zu denen, die dafür Verständnis haben. Ich kenne Leute aus der Akademie. Ich habe heute den Bericht gehört von Herrn Professor Albrecht von der Medizinischen Akademie, der sagt, wir sind an der Kotzgrenze mit den Betten. Ich habe in meinem Umfeld Leute, die Corona haben. Es war früher so, dass es so weit weg war von uns. Aber im Moment ist es sehr nah dran und wir müssen die Zeit einfach überstehen. Und wenn ich daran denke, wie geil wir darauf sind, mal wieder feiern zu können, wie damals im Klacks, wir waren Massen. Wenn man heute daran denkt, dass man sowas machen würde, ist undenkbar. Wir hoffen, dass es wieder wird, dass wir alle zusammen singen können, wie mit Udo Freudenberg und mit allen Freunden, die im Klacks waren. Wir freuen uns darüber, dass wir wieder ein bisschen live mit Musik unterwegs sind. Wünschen allen eine schöne Zeit. Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachten, auch wenn es im kleinen Kreis gefeiert wird. Und der eine oder andere ist vielleicht auch mal froh, wenn die Schwiegermutter nicht kommt. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Dankeschön. Frieden und Frieden.